Jo, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei 7 Days to Die. In der Hoffnung, dass die Lags endlich zu Ende sind. Ich habe hier nochmal das Spiel neu gestartet und vor allen Dingen auch nochmal reparieren lassen von Steam aus. Das heißt, fehlerhafte Dateien wurden im besten Fall ersetzt. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Sollte es hier wieder zu diesen Lags kommen, werde ich die Aufnahme direkt unterbrechen und werde dann versuchen, das dann zu retten, in Anführungszeichen. Was halt auch bedeuten würde, dass dann mehrere Cuts notwendig sind. Das mal so zum Überblick. Aber wir hoffen natürlich auf das Beste, denn wir wollen ja optimistisch bleiben, dass das hier auch schön funktioniert. Bisschen Wasser nehmen wir mit, das ist gar nicht mehr so schlecht. Dich will ich haben. Da war ich dran. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier noch so tun. Wir haben Holz. Was wir aktuell nicht haben, sind Steine. Das wäre ja was, was ich noch brauchen würde. Denn ich möchte ja eigentlich schon hier noch ein paar neue Pfeile machen. Außerdem würde mir das auch einen neuen Platz geben im Inventar. So, ein bisschen Eisen nehmen wir mit. Leider nicht das, was ich will. Habe ich überhaupt irgendwelche Steine dabei? Nein. Ich habe gar keinen Slot für Steine. Essen wir hier erstmal ein bisschen, schaffen uns ein bisschen Platz, bevor es dann richtig losgeht. Und dann gehen wir jetzt mal so langsam Richtung Heimweg antreten und sammeln noch ein paar Steinchen. Klopfen ein paar hier. So. So werden wir das machen. Dann würde ich sagen, geht es wirklich nach Hause, weil so viel Platz im Inventar habe ich einfach nicht, um hier jetzt noch unglaublich lange rumzusuchen. Und es sind eigentlich auch nur noch ein paar normale Wohnhäuser, die jetzt nicht so wirklich guten Loot mitliefern sollten. Das habe ich vergessen. Ah, kein Hunger, dann lassen wir es sein. Das bisschen nehmen wir ja noch mit. Ich hoffe, ich... Ja, das müsste richtig sein hier. Vom Weg her. Das ist jetzt erstmal der Plan. Dann geht es nach Hause. Dann wird ausgeräumt. Die Nacht wird dann unter der Erde halt ganz normal wieder ein bisschen geschafft. Kennt man ja. Wir haben hier das Wichtigste gelootet gehabt. Wir waren da hinten in dem Fort drinne. Wir haben die Geschäfte gelootet. Ja, wir könnten da natürlich noch reingehen, Autos looten, aber wie gesagt, Inventar ist nicht gerade freundlich gesinnt aktuell, sodass wir das vielleicht eher lassen sollten. Und das nächste Ziel wäre vielleicht wirklich so eine Schatzsuche. Das könnten wir eigentlich mal machen. Hier noch ein bisschen Kleinzeugs looten gehen. Andererseits wären die Gebäude wieder interessant, weil da auf jeden Fall mindestens ein Rezept Bücherregal zu finden wäre. Ist immer schwer. Egal wie man entscheidet sich sowieso falsch. Das kennt man ja. Aber ich habe jetzt aktuell kein Crafting-Ziel mehr. Ich habe ja meinen Betonmischer. Ich bin mit meinem Schutzwall eigentlich soweit fertig. Wir könnten gucken, ob wir das vielleicht durch die ganzen Spikes auf... wie heißt, ob wir es direkt durch die ganzen Spikes auf Stahl aufwerten können. Wenn das der Fall wäre, hätten wir natürlich schon mal einen riesen Vorteil, weil wir direkt auf Stahl fertig wären. Wir nehmen jetzt noch solche mit. Bringen mir noch ein bisschen Eisen parallel und vor allem die Steine, die ich brauche. Dann kann ich nämlich direkt wieder Pfeile craften. Na. Treffen sollte ich schon, wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Da haben wir sie schon. So. Okay. Dann war es das erstmal. Jetzt nach Hause. Natürlich Richtung richtig straight durch. Wir können noch ein paar First Aid Kits craften. Dann ist das nämlich auch weg an Slots. Na? Wir nehmen uns ein Bierchen hier mit rein.
Der wird auf jeden Fall überladen werden. Dich trinken wir. Dich trinken wir. Perfekt. Und dann geht's jetzt straight nach Hause. Ohne Einbußen von Stamina. Das ist immer das Schöne dran. Aber mit einem neuen Vogelnest. Das ist gut. Wir haben leider kein Messer dabei. Das heißt, wir können keine Tiere jagen gehen. Aber wir haben eh noch genug Fressen, glaube ich. Essen natürlich. So. Ah, jetzt sind wir hier. Alles klar. Da drüben ist der Schatz. Den würde ich halt wirklich gern mitnehmen, aber der ist in diesem blöden Gebiet. Und ja, blödes Gebiet ist halt so die Sache. Es ist halt blöd. Dementsprechend mag ich es nicht so. Aber da kann man halt vielleicht am nächsten Tag hingehen. Tag 24. Tag 26 sollten die nächsten Hunde kommen. Oh. Na, den hat es aber ordentlich erwischt. Vergammeltes Brot will ich nicht. Könnten wir vielleicht wirklich hingehen? Haben wir nicht mehr Hundegefahr, als sowieso schon durch das Biom gegeben wäre. Weaponsmithing Level 43 ist gut. Level 62, wir haben wieder ein paar Skill Points, die wir raushauen können. Ich glaube, ich habe da aber gar kein Ziel aktuell. Oder? Ist das eigentlich hier? Ja, das ist meine Markierung für die Heimat. Müssen wir mal gucken, in was wir das dann reinhauen wollen. Rezepte für die Waffen brauchen wir nicht. Uns fehlen dann noch ein paar Teile. Weswegen die 0-0er-Stadt ja eigentlich schon interessant wäre für uns. Ja. Dann halt wahrscheinlich eher mit Waffen reingehen. Also zumindest Pistole. Shotgun jetzt nicht zwangsläufig. Weil das eben die schlechtere Shotgun ist. Aber insgesamt wäre das, glaube ich, schon eine Möglichkeit, die man in naher Zukunft mal anvisieren sollte. Der Besuch in die 0-0er-Stadt. Mal gucken. Dich hatten wir auch. Wow, mein Mikrofon, mein Kopfhörer sich dermaßen am Hallen. Oh, neue Challenge. Nelsam Chick Challenge. Ich glaube, die hatten wir sogar schon mal. Dann können wir die sogar scrappen. Haben wir ein bisschen Papier. Weil ich die Nagelpistole gar nicht habe, um das zu machen. So. Einmal das Bierchen nehmen. Und dann querfeldein in Richtung Heimat. Gar nicht erst den Umweg da unten nehmen. Danke. Ansonsten auch nichts. Da haben wir einen. Hätten noch mal was mitbringen können, würde ich sagen. Insgesamt war der Ausflug jetzt gar nicht so schlecht. Wir haben ein paar bessere Waffenteile für die 9mm bekommen und für die Hunting Rifle. Gerade letzteres ist ja jetzt, glaube ich, komplett nur im grauen Bereich. Vielleicht ein orangener Part. Ich glaube, der Griff ist orange gewesen. Aber ansonsten war die Hunting Rifle wirklich nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wenn man so will. Ich hätte dich natürlich schon gerne. Komm, Bandagen können wir weg. Würde so keinen weiteren Slot bringen. Und dann lieber noch ein paar mehr Federn mitnehmen. Und wenn wir die halt craften, heißt das ja auch wiederum besseren Bogen als nächstes, weil der hier eh bald wieder kaputt geht. Wir sind ja schon
Nur noch bei der Hälfte der Haltbarkeit. Was wir nach dem Aufräumen oder Ausräumen genau gesagt machen, könnten wir wahrscheinlich jetzt erstmal Holz farmen. Ich denke, dass unsere Bäume durchaus weit genug gewachsen sind. Und wenn wir das haben, eben die Nacht unter der Erde verbringen, ein bisschen Stein holen, ein bisschen Eisen holen, das wieder einschmelzen lassen, dann vielleicht wirklich am nächsten Tag die Schatzgeschichte machen, dass wir mal auf Schatzsuche gehen. Wir haben ja einen und wir haben die zweite ja schon in der Hinterhand. Das heißt, wir könnten dann vielleicht von Schatz zu Schatz wandern, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Je nachdem, wie weit das halt auch entfernt ist und wo dieser zweite Schatz dann landen würde. So. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Plan. Oh, ich dachte schon fast, ich wäre zu weit geflogen. Ist immer gefährlich, wenn man zu schnell über so einen Hubbel rennt. Noch ein paar Eier, da können wir dann wieder Eier mit Speck machen. Und von daher insgesamt doch erfolgreich gewesen. Da. Ich habe doch gewusst, ich habe irgendwo ein Laufen gehört. Ich konnte nur nicht genau orten. Oh. Danke. Wenn wir wahrscheinlich auch die nächsten Dinge komplett alle Federn einfach zu Pfeilen verarbeiten. Dann mit einem neuen Bogen unterwegs sein. Spätestens wenn wir in die Stadt gehen, in die 0-0er Stadt, sollte ich mit einem bestmöglichsten Bogen reinlaufen. Neben der Pistole natürlich. Um da gut ausgestattet zu sein. Dadurch, dass ja letztens der 15.1 Patch kam, kann man davon ausgehen, würde ich sagen, dass die Alpha 16 Modell noch ein bisschen auf sich warten lässt. Kommst du jetzt eigentlich hier hoch? Ja. Wow. Mach's doch mal schnell, hab ich nicht mit gerechnet. Immer mit der Ruhe. Einmal Alkohol. Das ist ganz nett. Wir haben genug Trinken vorgekocht. Wir haben, glaube ich, Essen genug. Wir haben hier noch ein paar Ressourcensteine für den Fall der Fälle. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, wo wir dann hingehen können. Unsere Bäume sehen auch ganz gut aus. Da hinten, dich höre ich. Wow. Klang sehr viel näher, aber hier mal ein ordentlich Holz, das wir jetzt noch holen können. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Hier. Dann können wir da ein bisschen weiter aufspiken, außenrum noch eine Reihe machen. Eventuell sollte ich da meine Fackeln auch ein bisschen besser stabilisieren und sichern. Aber mal schauen. So, wir haben noch ganz viele Eier. Das ist sogar gut. Können wir nämlich so machen. Komplett Medikit, Medizin, bisschen Wasser. So. Und schon haben wir so viele Painkiller, dass wir nicht wissen, wohin damit. Ein Stack Bandagen. Ganz viele Vitamine. Wir haben nicht genug Stein zum komplett Aufwerten des Ganzen. Bisschen Holz. Nein, das war Kill the Rabbit, die wir hatten. Richtig, das war die Geschichte. Die ich ja auch nicht wirklich mag, aber... Was soll man tun? Da, die ganze Unordnung muss noch weg, ich weiß. Es tut weh, aber wir können es nicht ändern. So, dann haben wir hier eine Pistole, wir haben da eine Hunting Rifle, die assemblen wir. Indem wir aber erstmal daraus eine bessere machen natürlich. Sind ja nicht blöd, wir nutzen das. Und wir assemblen hier.
So, der Magnum Frame kommt raus. So. Okay, du musst raus und du musst raus. Dann organisieren wir hier erstmal eine neue Pistol Barrel und einen neuen Receiver. Perfekt. Zack, zack. Und zack. Da haben wir eine Taschenlampe dran. Das ist sehr gut. Damit haben wir nämlich jetzt hier wirklich eine schöne Pistole. Wir haben eine schöne Hunting Rifle. Wir haben hier noch ein Magnum Frame, den wir zusammen machen können, wenn es soweit ist. Wir haben eine Taschenlampe übrig. Die kommt hier hin. Die nehmen wir alle mit, dass wir ganz viel schönes Zeug craften können. Ihr seht, was davon kommt raus. Das kommt noch raus. Da haben wir ordentlich Stil bekommen. Nette Geschichte. Bisschen Eisen brauchen wir. Bisschen Holz meine ich natürlich. So. Das schmelzen wir da mal ein. Genau, genau, genau. So, jetzt heißt es noch mal ein bisschen Holz kloppen. Wir haben noch Zeit. Ist ja erst 17 Uhr. Wollen wir das noch mal nutzen, solange die Zeit noch für uns spielt. Dass wir eben dann weiter neue Spikes craften können, parallel. Ist vielleicht gar nicht so dumm, das wirklich zu nutzen. Ich dachte, ich hätte dich gehört. Ist da unten eigentlich noch unser Bär? Ich glaube, das ist ein Stein. Ja, ich höre dich ja. Bist du wieder ein Kriecher oder was? Ich sehe dich nämlich nicht. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Wir holen noch ein bisschen Holz. Natürlich möglichst nur die großen, damit die kleineren noch alle besser werden können und wachsen können. Da drüben, der ist der nächste. Du dürftest groß genug sein. Jawohl. Da hinten, die sehen auch nicht so schlecht aus. Sodass die halt auch noch drankommen können. Ihr beiden hier, ja. Hinten sind Ressourcensteine. Ansonsten sehe ich hier nichts. Ich wollte mir noch... Ah, da habe ich was laufen gesehen. Vielleicht noch nicht. Keine Ahnung. Hatten wir das Vogelnest denn schon? Wenn das hier direkt über dem Baum liegt, wahrscheinlich, ja. Da kannst du auch mitkommen. Wollen wir da gar nicht aufheben. Da kommst du angelaufen. Ja. So, dann fangen wir hier mal an, so ein bisschen neue Bäume zu pflanzen. So, und hier. Merci. Das war ein Elch. Ich habe doch gerade noch einen Bären gehört. Naja. Wahrscheinlich wird die Einbildung. Aber Einbildung ist auch eine Bildung. Von daher alles gut. Die sehen alle noch zu mickrig aus, als dass ich die hier schon alle fällen wollen würde. Da hinten, die sehen auch nicht sehr viel ausgewachsener aus. Wie sehen die hier vorne aus? Die sind, glaube ich, auch noch nicht weit genug, oder? Nicht wirklich. Wirken auch noch ein bisschen zu mickrig. So, dann brauchen wir einmal einen Clawhammer.
Ich wollte ja eigentlich auch noch das hier machen. So, 1 Minute 50. Vielen Dank. Dann brauchen wir dich nicht mehr. Dich brauchen wir nicht. So viel Müll hier drin. Das ist schon unschön, diese Unordnung. Egal. Man kann nicht alles haben. Noch ein bisschen mehr davon. Dann brauchen wir den Clawhammer. Die Klamotte brauchen wir nicht. Das nehmen wir mal mit. Die haben wir noch nicht ganz fertig gemacht. Da brauchen wir noch mehr Stein. Wir werden uns dann eine bessere Schaufel craften, auf jeden Fall. Eine Stahlschaufel, um genau zu sein. Du kommst raus. Den Alkohol brauchen wir nicht. Der kommt hier rein. Da würde ich gerne dich noch reinschmeißen. Danke sehr. Jetzt können wir ja mal gucken, ob wir da durch die ganzen Spikes durchwerten können. Oh. Habe ich hier echt vergessen, Spikes zu setzen? Das geht aber nicht. Oh, das geht. Nett. Ja gut, dann ist das natürlich optimal. Weil dann machen wir das so und dann haben wir hier mehr oder weniger komplett alles top, wie ich es gerne hätte. Weil da unten jetzt noch Stil und dann ist das super. Leider das komplette Zentrum nicht. Da komme ich, glaube ich, nicht ran, ohne andere Spikes weghauen zu müssen. Weil soweit wird das nicht reichen. Aber immerhin komme ich hier an die Außenregion dran. Du bist doof. Reparieren wir hier. Na. So. Hier auch noch. Da werden wir dann über Nacht wahrscheinlich einfach ein paar Spikes ansetzen, um die dann reparieren zu können. Aber jetzt haben wir hier doch schon mal ein bisschen netter. Haben wir denn überhaupt noch? Ja, aber nicht viel. Es hapert da an Stein. 22 ist ganz gut, das geht nämlich dann direkt auf. Außerdem brauchen wir dann mehr Zement und dafür brauchen wir mehr Stein. Korrekt. Können wir das auch ausmachen? Ja, wobei, machen wir es so und lassen hier einfach noch eine Zeit lang einschmelzen. So, wir brauchen eine Shovel, wenn wir wirklich... Geht nur hier, oder? Genau. Eine Steel Shovel hätte ich gerne. Das passt soweit. Wir haben den Alkohol dabei. Das heißt, wir können auch die ganze Nacht durchschaffen. Wir brauchen jetzt Steine. Damit versuchen wir jetzt die Nacht durchzubringen. Ich denke mal, dass die hier reichen wird. So. Da sollte auf jeden Fall... Jetzt habe ich kleine Lecks gehabt. Hoffentlich bleibt das nicht. Jetzt wird eben die Nacht unten ein bisschen Stein gekloppt. Dann am nächsten Tag gehen wir wahrscheinlich wirklich Richtung Schatztruhe. Die wir ja hier unten irgendwo haben. Da. 1,8 Kilometer. Wenn wir hier querfeld eingehen. Ja, ist am schlauesten. Hier an dem verbrannten Biom entlang. Und das ist halt ein bisschen hier drinne. Das ist nicht ganz so schön, aber was soll man tun? So. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall das Ende der Folge mit Steinekloppen einleiten. Denn wir brauchen Stein für weiteren Konkret, damit ich oben mein gesamtes Teil auf Konkret hochsetzen kann.
Im besten Fall natürlich Doppelkonkret, weil das heißt, ich bin safe. Mehr werde ich jetzt nicht machen. Das Glück für euch. Das Folgenende ist erreicht. Schlecht für euch. In der nächsten Folge geht es weiter hier unter der Erde. Bis dahin bedanke ich mich für euer Einschalten. Wünsche euch natürlich einen schönen Tag und ciao, Leute.